Willkommen wieder bei einer Runde Bed Wars auf dem Gommel-Server. Heute wieder eine spontane, flotte kleine Runde, ne, die ich jetzt spontan wieder aufnehme, weil, wie gesagt, das ist halt, bin ich sehr viel in Stress so ein bisschen. Ich habe immer sehr viel jetzt nebenbei Wichtiges, Privates noch zu klären. Zum Beispiel muss ich auch noch viel vorbereiten demnächst, was das Wegfahren angeht. Ne? Ich bin ja demnächst jetzt erstmal wieder 3 Tage weg. Zum Beispiel über Friendly Fire, da fahre ich ja einen Tag vorher hin und fahre erst einen Tag später wieder zurück. Und für die Zeit muss ich auch noch Sachen vorbereiten dann, damit ich nicht komplett videolos bin und so weiter. Ne? Und dann immer was zu tun. Ne? Erstmal hallo. Ich hoffe diesmal, diese Folge ist nicht asynchron, so wie ich es die letzten beiden Folgen erwähnt habe. Aber die letzten beiden Folgen waren trotzdem asynchron. Beziehungsweise die letzte Folge war nicht mehr so krass asynchron, nur noch ein bisschen. Und ich hoffe, das ist bei der Folge zum Beispiel gar nicht mehr so vorhanden mit der Asynchronität. Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn das so wäre. Das wäre ja einfach nur awesome. Da baust du schon der eine jetzt wieder rüber. Und ja, ne? Und in der letzten Folge Bed Wars, da waren wieder die Premium-Kommentare am Start. Ja, wenn ich Premium-Kommentare meine, meine ich natürlich auch Premium-Kommentare. Das waren dann so... Okay, das waren dann so wunderbare Kommentare wie, ich habe mich ja, was mir einfällt, ja, dass ich mich freue, dass ich gewonnen habe. Schließlich war das total unverdient, ja, weil ich habe ja mit Gold gespielt. Ich glaube einfach, diese Kommentare werden auch einfach nie aufhören, ne? Ich glaube, diese Kommentare wird es immer geben. Diese, du spielst mit Gold, du bist Abschaum-Kommentare. Ich glaube, die wird es immer geben. Und die werden auch einfach nicht gehen. Die sind echt nervig, die Kommentare, um es nochmal so zu sagen. Aber die, ich verstehe das nicht, ne? Ich verstehe das einfach nicht. Habe ich schon mal oft drüber geredet, will ich jetzt nicht normal drüber reden. Aber die Kommentare werden echt nie aufhören in der Hinsicht, glaube ich. Muss ich mitleben. Ich bin halt einfach Abschaum, weil ich mit Gold spiele. Ne? An die Leute, die ohne Gold spielen, ne? Und dann schreiben, hey, du hast gewonnen, weil du mit Gold spielst. Probier's doch auch mal. Vielleicht gewinnst du dann auch mal wieder, ne? Statt immer nur zu verlieren, weil man krass one-fast-stackt wie ein bekloppter Typ. Ne? Probier's einfach mal. Spiel mit Gold, spiel entspannt und geschillt. Vielleicht gewinnst du dann mal wieder und wirst nicht von solchen Noobs, wie ich es bin, geraggt. Ne? Das wäre doch der Wahnsinn. Zum Beispiel der Lina, ne? Das war auch jemand, der war sehr crazy drauf, ne? Der dachte wahrscheinlich auch, der wird mich locker fertig machen, so, ne? Aber der Mori, ganz gespannt, ganz entspannt, wie er ist, gewonnen, ne? Kleiner Tipp wie gesagt, an die Leute, probiert's mal. Spielt mit Gold, vielleicht gewinnt ihr dann auch und müsst euren Unmut nicht in den Kommentaren auslassen, ja? Ach, schön. Der eine wird gleich sehr viel Gold haben, ne? Was für ein Noob. Oder sie einfach Gold? Voll der Vollidiot. Wird er nicht aufgehalten? Hat er seinen Nachbarn schon gekillt? Und deswegen hat er seine Ruhe oder so? Ich habe keine Ahnung. Jo, der hat jetzt eine Menge Gold gleich. Der Türkise ist das. Was für ein Noob. Holt er sich einfach Gold? Ich glaube es nicht. Einfach, es ist einfach schlecht, ne? Es ist einfach der Wahnsinn, so. Dass der sich jetzt mit Gold da equippt. Einfach nur richtig bad. Ja, ich muss mich eigentlich beeilen und versuchen hinterherzukommen, bevor er sich mit Gold halt total viel Sachen kaufen tut. So. Na, mein Bett wird gleich weg sein, leider. Sag ich ja. Mein Bett wird jetzt weg sein. Weil der eine sich so zu mir gewascht hat. Du musst mich auch schlagen, ne? Ich hoffe, du weißt das. Irgendwie stand der nur rum, so. Richtig derpy. Das war ja mal merkwürdig. Hä, was ist denn los mit dem? Der ist mal richtig merkwürdig. Ist der wie AFK so ein bisschen? K
keine Ahnung. Der war ja mal richtig merkwürdig. So, wie gesagt, mein Bett ist jetzt weg. Durch den grünen. Was macht ihr denn jetzt? Wenn ich fragen darf. Was ist sein Plan? Ich habe es noch nicht verstanden, was er jetzt tatsächlich von mir wollte. Außer mich ein bisschen belästigen. Ich gehe mal gucken, ob ich in der Mitte jetzt noch Gold bekomme. Ich bezweifle es, denn da war, wie gesagt, noch ein anderer Spieler. Ah, der wird sich auf jeden Fall gut equipped haben, ne? Der hat auch mein Bett sich geholt. Ich frage mich aktuell, wo der ist. Ah, der ist in der Basis da hinten. Dann kann ich ja tatsächlich doch Gold safen. Schön. Also das könnte ich mir jetzt noch eine Erinnerungsplattform vielleicht kaufen. Schön. Also wenn das jetzt klappt, not bad. Na, 1, 2. Schön. Seht ihr, Leute? Ne, die Hoffnung niemals aufgeben. Das ist es. So, jetzt will ich mir noch die beste Harnisch, die im Angebot ist. Wunderbar. Ich bin tatsächlich zufrieden. Ne? Ich bin tatsächlich zufrieden. So, was macht der Freund Sahne? Das Ding ist halt, er hat halt aktuell, glaube ich, Gold. Ne? Er hat auch, ja, er hat einen Bogen. Er hat einen Bogen. Das ist das Blöde. Ne? Er hat jetzt auf jeden Fall Gold, er hat einen Bogen. Er freut sich, dass er existiert. Der Grüne hingegen, der hat halt kein Gold, sondern er ist die Bedrohung. Er ist das pure Böse, das sich umschaut. Ganz verwirrt, natürlich sieht er mich nicht. Nein, der wird mich mit F5 auf jeden Fall nicht sehen. Hm. Was war das? Das war irgendwie schon sehr knapp gerade, ne? Das war irgendwie schon sehr knapp gerade. Aber was ist dein Plan? Ich würde jetzt zu grün gehen. Aber dann lebt nur noch er. Dann ist ja nur noch er da. Und er ist schon so ein bisschen nervig. Ich frage mich, was sein Plan ist. Aber mich jetzt irgendwie hier... Erwischen wir mit dem Bogen, aber er kommt ja nicht annähernd dran. Noch weiß er ja nicht, dass ich auch Gold hatte. Also ich habe noch nicht meinen Bogen oder so gezeigt. Ich mache mal hier kurz die Cupweb-Sachen weg. Was ist sein Plan? Geht er das jetzt sichern? Das Gold? Nicht so richtig. Der traut dem Rat nicht. Der andere ist gelieft übrigens, ne? Wollte ich nochmal erwähnt haben. Jetzt baut er sich hoch. Grrr. Der Doofmann. Ja, ne? Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Das ist jetzt so eine Runde. Da wird er sich nicht bewegen. Von der Mitte weg und wird halt hoffen, dass ich irgendwie zu ihm komme oder so. Was weiß ich. Ärgerlich. Was könnte ich mir denn holen? Das könnte ich mir auf jeden Fall holen. Unsichtbarkeitstrank bringt halt nur was, wenn ich keine Rüstung anhabe. Komm, wir probieren's. Mit Geschwindigkeitstrank ab in die Mitte. Wir twine es. Aber die Frage ist, wo ist der jetzt hin?
Ah, da ist er. Dann machen wir meine Lieblingstaktik. Na, er weiß, dass ich da bin, oder? Echt nervig. Ach man, ich hätte gedacht, ich könnte ihn verarschen. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. 3 Gold, ey. Ist halt nichts, ne? Ja, ich hole mir noch eine Rennungsplattform. Keine Ahnung, Mann. Ist halt einfach nichts. 3 Dings. Er hat halt alles wahrscheinlich. Stärketrank, 100 Millionen Enderperlen, ne? 50 Rettungsplattformen. Der wird alles haben. Der wird einfach alles besitzen. Was habe ich gesagt? Tja. Gold, Gold, Gold. Vielen Dank. Ich hoffe, er hat mal kein Zurückteleport-Ding. Das wäre jetzt blöde. Denn sonst würde ich mal gerne Chancengleichheit wiederherstellen und sein Bett mir holen. Das wäre nämlich der Wahnsinn. Oh. Hat hier einen Bogenstufe 1 rumliegen. Hat wahrscheinlich einen besseren. Oh, sein Bett ist weg. Schon mal einen Stärketrank. Safety first. Nein, er hat das Bett von Grün geholt. Das Schwein, ey. Wie konnte er das nur tun? Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. So, hallo. Der Getränk haben wir. Hätte natürlich lieber noch andere Sachen. Wie zum Beispiel, ne, wie heißt das hier? Eine Enderperle oder so. Wir warten einfach mal, bis wir genug Gold zusammenkriegen. Ich hoffe, er weiß, dass ich nicht grün bin. Selbst wenn ich mich dahin teleportieren kann oder würde, ich kann's nicht. Na? Wie gesagt, selbst wenn, ich könnte es halt nicht. Ich sperre mal auch mal ihn jetzt an hier, ne? Wie er ja vorhin die ganze Zeit. Bam! Er hat ihn bestimmt erschrocken. Jetzt würde sich denken, oh mein Gott, wie konnte das geschehen? Gold, 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 Gold. Gold, Gold, Gold. Genug Gold, genug Gold. Genug Gold. So, dann hole ich mir eine Enderperle und noch das gute Schwert. Und dann haben wir genug zusammen, um im Prinzip ihn wegzuklatschen. Ja. Im Prinzip, ich wiederhole es. Wahrscheinlich wird uns trotzdem wegwecken. So. Enderperle, Stärktrank. So, haben wir jetzt noch das bessere Schwert. Dankeschön. Und schon sind wir gut dabei, wa? Ich würde halt echt gerne ihn jetzt töten. Einer Perle, Rettungsstärke tragen. Wir könnten halt schon zu ihm hinkommen. Verschwinde!
Team Pink hat das Spiel gewonnen. Wir haben gewonnen. Ist das nicht toll? Blau wurde von Nightminer getötet. Oh, das ist aber traurig. Er hatte aber auch Stärketrank. Wieso hab ich ihn denn schneller getötet? Das verstehe ich gerade gar nicht. Da steht ja ganz klar, dass ich gewonnen habe, Pink, und ich ihn getötet habe. Aber er hat mich doch zuerst mit seinem Stärketrank geschlagen. Merkwürdig. Aber das ist egal. Das war eine spontane Runde Bait Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben irgendwie wieder gewonnen. Merkwürdig. Ich nenne die Folge auch so. Merkwürdig.